Mundia Indonesia. Skip minggu. Ah. Oh ya. I think we're I'm Aben Ezen Macher meet Maria und Anton. Is das ein gut Idee? Gute, gerne gute Idee. Ja, das finde ich gut. Dann wann werden wir das Abendessen machen? Ich denke am Samstagabend. Ja, Samstagabend ist perfekt. Ich denke, wir möchten ein Pizza oder ein Schweinfleisch. Ja, das Schwein. Ja, das ist schön. Schweinfleisch ist schön. Lecker. Ja, sehr gut. Aber es wäre besser, wenn wir ein Salat mitbringen, weil unser Freund Maria vegetarierin ist. Ah, so ja, das ist gut. Ich möchte die Schweinfleisch kaufen und du kochen die Schweinfleisch. Du kochen? Und du kochst die Schweinfleisch. Okay. Für Maria wir kaufen viele Gemüse. Gampang dimasak apa? Einfach zu kochen. Einfach zu kochen. Zu kochen. Good. Dan apa Iman? What is the best getränk for unser party? Deutsch Bier. Deutsches Bier. Deutsches Bier. Sure, the best. Okay, good. Ketawa punya sih gue. Keras kali. Lanjut. Dan 80 di Ban. Ban makan bis. Ban. Am Samstag Abend wir kochen Schweinfleisch und Salat. Ich kaufe die Schweinefleisch und du kaufen Gemüse. Für die Getränk die deutsche Bier ist die beste. Ja. Ist die Samstag? Und wo? Natürlich. Party. Das Party Motto di party lo. Di party, di party. Itu kan sih kalau di party. Ideka di party. Mainnya masih ada memulai. Mainnya Wono. Ya, mainnya Wono. Share. Sauber. Yes. Oh, Ideka is is close. Oke. Ich möchte dich helfen. Ja. Bis Samstagabend. Ja. Tschüss. Zusammenfassen? Kesimpulan. Oh, yang itu? Iya. Tadi kelupaan. Ya, woynya kelupaan.
Dari oh, dari okay. Dari okay. Dari ini ya, oke, okay, oke. Okay. Dari satu ayat mungkin touch why, ubah ente yang langsung aja, sorry ya, presentiran siap tema cuy. Das tema von meiner Präsentation ist während des Studium bei den Eltern wohnen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich über meine persönliche Erfahrung erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Zum Schluss würde ich die Vor- und Nachteile nennen und meine eigene Meinung dazu äußern. In meiner persönlichen Erfahrung. In meiner persönlichen Erfahrung habe ich mit zu Universität gelebt. Ich lebte allein in einer Wohnung. Es war sehr interessant Moment. Ich denke, allein mit ich lebte mit vielen neuen Freunden. In meiner Heimatland, es ist normalerweise für Jugendlichen ohne Eltern leben. Es war eine wichtige Zeit für Studenten für ihre Zukunft. Die Vorteile von diesem Thema ist Essen. Wir brauchen nicht viel Geld für Wohnung und Essen. Die Nachteile von diesem Thema sind Eltern wollen ihr Leben kontrollieren und nicht viele nicht lernen wie leben allein. Ich denke, während der Studien bei den Eltern wohnen gut ist, aber es ist besser für Jugendlichen, für lernen und abhing leben. Das war alles von meinem Präsentation. Danke. Ja, geben Sie noch Meldung oder Frage? Das Thema der Präsentation finde ich sehr gut. Ich habe eine Frage an Sie. Ja. Jurusan apa ya? Ah. Oh, Bas is ihr Fach so lagi. Was ist ihr Fach an der Uni gitu? Bas is ihr Vaksin dia uni. Studiere industrial engineer. Mau frage nein? Nein. Okay. Es gibt so viele Jugendliche in Indonesien, ja. Yeah. Ab 18 Jahre alt, aber sie leben noch mit ihren Eltern. Ja. Es ist eigentlich schade, wenn die Jugendliche ab 18 Jahre alt noch mit ihren Eltern leben und keine Arbeit mehr. Ah, ja. Ja. Was werden sie tun, wenn sie in Zukunft als Regierung werden? Möchten sie für diese Jugendliche große Plätze oder große Karrierechance geben? Wiederholen. Möchten Sie für diese Jugendliche als Regierung große Karrierechance? Ja, mindestens ab 18 Jahre alt. Ah. Damit die Jugendliche nicht mit ihren Eltern noch. Ich denke, Jugendlichen leben allein, haben ein besser Karriere als Jugendlichen leben
meet Elton. While Jugendlichen leben allein haben viele Erfahrung, viele Erfahrung, und sie kennen lernen schneller als Jugend lernen leben mit Eltern. Oh. Ja, also in anderer Wohnung, ja. Ja. Dankeschön. Das haben Sie Ihr Thema. Jun. Das Thema meiner Präsentation ist Halbtagsschule oder Ganztagsschule. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich meine persönliche Erfahrung erzählen, dann beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Zum Schluss werde ich die Vor- und Nachteile nennen und meine eigene Meinung dazu äußern. In meiner persönlichen Erfahrung habe ich Ganztagsschule gemacht. Das finde ich nicht gut, weil wir anstrengend können. Und reichen bis 16 Uhr finde ich die beste Zeit, Mittag selamat zu machen. In meiner Heimatland haben die Schüler und die Schülerinnen Halbtagsschule gemacht. Das finde ich die beste Wahl. Weil wenn wir ganz tag in Schule lernen, haben wir gestresst. Der Vorteil von diesem Thema ist, dass wir möglich selauer als di Schule wie halbtags gemacht. Der Nachteil von diesem Thema ist, dass wir keine Zeit zu spielen haben dan können wir zu müde und stress. Ich meine, dass die Lehrer die Halbtagsschule unterstützen können, weil die Schüler viele Zeit für ihre Familie haben sollen. Das war alles von meiner Präsentation. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, danke schön. Geben Sie mir noch In Ihre persönliche Erfahrung, haben Sie Aufgabe, weil Sie Ganztagsschule lernen? Danke für Ihre Frage. Wenn ich Ganztagsschule gemacht habe, ich nur im Schule lernen. Habe keine Aufgaben. Okay. Ja? Ja. Welche Dinge werden Sie? Ja. Halbtagsschule, aber mit vielen Hausaufgaben oder Ganztagsschule mit wenigen Hausaufgaben? Ja. Ich wähle. Ich wähle Halbtagsschule mit vielen Hausaufgaben. Ja. Warum? Weil wir können Aufgaben unsere Freunde zusammen Aufgaben machen. Was? Dan minta selamat. Ya, minta selamat. Aku dengar nama kalian apa? Turun dari mobil, disambut. Ya, good. Ini penuh. Jawabannya. Ya. Oke. Nah sedikit sih, cuman kesalahan gramatik biasa aja ya. Surya jangan biasa lagi yang tadi bilang masa. Kalau udah banyak pluralnya di Vorteile, bukan yeah. Di Vorteile, di Nachteile juga ya. Mit neuen Freunden. Neuen. Kan itu datif semua, Freunden ya. Itu aja sih. Kesan deklinasi itu kamu sadar sendiri nanti. Terus apa tadi ya? Di awal itu. Kalau masalah tel 1 udah beres. Mungkin karena pasangan terakhir udah tahu apa yang dibilang ya. Cuma tadi R agak miskom yang masalah rangkuman. Cuma sampai ke rangkuman itu.
tadi itu udah, cuman terus kurang, tadi kok kurang wo-nya. Di mana? Iya makanya kan istilahnya kayak masih dalam poin-poin nih kalau bicara ini ya, misalkan diperkuat gitu. Iya. Idam, panggilkan itu yang di ujung orang itu. Terus style 2 kalian materinya sama-sama sudah. Dan untuk cara menjawab, ya jawaban terjawab dan terjawab juga, tapi bedanya Surya masih ada gramatik, masih gramatik sama Ashpraka ya. Terus tadi jangan, ya haha di tengah jangan lagi di sini. Didengar tadi apa tadi yang kasih teguran tadi? Ercelen. Ercelen masih kayak gitu. Ya itu ompong Ashpraka. Oke kalau Yul ada masalah ada 3 penuh dijawab dan Ashpraka-nya tinggal kamu mirip-miripkan itu saja. Ya kita tambahkan. 23 ditambah 33 56 tambah 16 72 tambah 16 84 nice job. Tadi siapa duluan tampil? Ini siapa duluan tampil? 24 tambah 33 58 24 tambah 33 57 tambah 12 69 69 tambah 8 77 oke, Zimun Fitchik itu untuk dia ya, Fiona Sihit untuk Yuri ya. Yap.